Ich begrüße euch, ihr Lieben, zum neuen Wochenorakel. Ja, heute ist das Wochenorakel dran für die Zeit vom 5. Juni bis zum 11. Juni. Und heute habe ich 6 Karten aus dem Golden Lenormand ausgelegt. Ich mache es immer ja, sehr kurz und schmerzlos sozusagen. Weniger ist oft mehr und einfach soll es einen schnellen Überblick uns verschaffen über die kommende Woche. Das ist natürlich wie immer ein allgemeingültiges Orakel. Das bedeutet, dass es hier auf dich zutreffen kann oder auch nicht. Es kann nicht auf jeden Zuschauer zutreffen. Wenn du bei mir eine Kartenlegung haben möchtest, dann schreib mir einfach ein E-Mail. In der Infobox findest du meine E-Mail-Adresse. Ja, wir legen hier auch kein Thema fest. Wir schauen uns einfach an, was will die geistige Welt uns sozusagen mitteilen für die kommende Woche. Was sind so die Grundenergien? Ich hoffe, es geht euch gut. Wir hatten gestern Vollmond. Also ich habe den Vollmond emotional sehr, sehr stark gespürt. Ich war sehr müde. Irgendwie, ja, hat so gar nichts gepasst gestern. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist. Aber gestern irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass dieser Vollmond sehr extrem ist, war sozusagen. Ja, schauen wir uns mal an, wie die Wochenenergien sind. Und zwar als erstes haben wir die Karte der Brief. Okay, es geht hier mal um Nachrichten. Natürlich, die Karte alleine würde uns jetzt sagen, ja, man bekommt hier Nachrichten. Da wir aber hier noch 3 angrenzende Karten haben, kann es jetzt hier um positive Nachrichten, um negative Nachrichten sich handeln. Wir schauen einfach mal weiter. Dann haben wir den Hund für Treue, Freundschaft, vielleicht Nachrichten aus dem Freundeskreis oder einfach, dass du jemanden hier Hilfe anbietest oder dir wird Hilfe angeboten, da der Hund ja auch für Hilfsbereitschaft steht. Weiter geht's mit der Karte der Blumenstrauß. Da geht's um Einladungen, Treffen und Dates. Vielleicht bekommst du eine Einladung von deinen Freunden. Vielleicht bekommst du auch mehr Einladungen in dieser Woche. Ja, denn wie gesagt, der Hund steht ja auch für Regelmäßigkeit und einfach auch für die Treue. Dann haben wir den Sarg. Sarg und Brief. Entweder erwartest du Nachrichten in dieser Woche und du wirst diese Nachrichten nicht bekommen, weil der Sarg ja eben auch für ein Ende steht. Oder aber du bekommst hier nicht sehr erfreuliche Nachrichten. Schauen wir einfach mal weiter. Ja, dann haben wir den Fuchs für die Falschheit. Also es scheint im ersten Moment, also entweder bekommst du hier nicht sehr positive Nachrichten, das scheint aber im ersten Moment ein Schreck für dich zu sein, aber es stellt sich schon als ziemlich falsch heraus, das, was hier negativ in Form von Nachrichten auf dich zukommt. Ja, dass das sehr, sehr schnell sich als falsch herausstellt. Vielleicht wird hier auch ein Treffen ausgemacht und dann scheint hier irgendetwas dazwischen zu kommen am Anfang, ja, aber ich würde sagen, je nachdem, welche Karte hier noch fällt, dass es hier schon um Treffen geht, aber es scheint hier zu stagnieren, wo aber der Fuchs sagt, dass es falsch ist. Also ich glaube, das löst sich sehr schnell dann auch auf. Das ist wahrscheinlich ein Anfangsschreck, aber das stellt sich dann eben heraus, dass das falsch ist, ja, diese Unannehmlichkeit. Aber es scheint hier schon sich um Nachrichten zu handeln, die nicht sehr positiv sind oder aber diese Nachrichten werden dich nicht erreichen. Ja, oder aber du musst hier jemanden nicht sehr positive Nachrichten zukommen lassen. Also es kann jetzt dich betreffen, dass du hier entweder gar keine Nachrichten bekommst oder ja, Zeit verzögert, oder aber du musst hier jemanden unangenehme Nachrichten mitteilen. Und dann haben wir die Wege für eine Entscheidung. Also ich sehe hier, dass eine Überraschung auf dich zukommt, ja. Überraschend eine Entscheidung. Ich würde mal so sagen, weil der Fuchs hier in die Falschheit reinschaut, dass du hier eventuell Nachrichten bekommst, die am Anfang dir einen Schrecken geben, aber dann im Laufe der Zeit es doch eine positive Entscheidung, eine positive Wende nehmen wird, weil wir hier eben die Überraschung haben, ja, die Freude, die Überraschung. Also ich würde eher sagen, es handelt sich hier um Nachrichten, die am Anfang dir einen Schreck geben oder du jemanden negative Nachrichten zukommen lässt, die für den anderen etwas Schreck bereiten, aber dann auf den zweiten Blick gesehen, ist das eigentlich ein Segen. Ja, ich würde sagen, da handelt es sich einfach um Missverständnisse,
Denn im Endeffekt haben wir hier die große Überraschung für dich. Also kann das hier nicht wahnsinnig schlimm sein. Es kann vielleicht, wie gesagt, sein, dass du dadurch einen Schrecken bekommst am Anfang das sehr negativ siehst oder es wurde einfach auch falsch formuliert oder von dir negativ aufgefasst. Aber dann am Ende des Tages oder am Ende der Woche sozusagen stellt sich dann das Ganze doch als positiv heraus. Ja, weil hier der Fuchs also die Schwanzspitze zur Entscheidung, also zur richtigen Entscheidung hinfällt und eben hier scheint etwas Unangenehmes zwar auf dich zuzukommen oder du gibst jemand oder bringst jemanden hier Unannehmlichkeiten oder unschöne Nachrichten, aber das ist falsch. Ja, da ist hier irgendetwas nicht ganz richtig, das wird sich aber dann herausstellen und das wird im Endeffekt für dich dann ja sehr schön ausgehen. Ja, auch wenn es für dich vielleicht am Anfang einen Schreck bedeutet. Vielleicht hast du hier mit jemandem ein Treffen ausgemacht, das wird vielleicht abgesagt, aber findet dann doch statt, ja, dass man vielleicht doch dieses Treffen machen kann. Oder es handelt sich um andere Nachrichten, die eventuell deinen Freundeskreis betreffen. Wir haben hier sehr, sehr stark den Freundeskreis, die Treue. Vielleicht, was natürlich auch sein kann, jemand schickt dir eine Nachricht, du hör mal, dein Partner ist dir untreu. Und das ist aber falsch, ja. Das sind falsche Anschuldigungen, das sind so falsche, unangenehme Nachrichten und das wird sich dann alles herausstellen, wie es denn richtig gelaufen ist. Oder im Freundeskreis erzählt dir irgendjemand was von jemand anderes, du fasst das auf, du siehst das als negativ oder jemand lügt hier absichtlich, ja, um hier einen Keil reinzutreiben, aber das Ganze wird geklärt und es wird sich herausstellen, dass das Unangenehme falsch ist, ja, dass hier falsche Informationen einfach weitergegeben wurden. Ja, so sind einfach die allgemeinen Energien für die kommende Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Klarheit geben, ein bisschen vorbereiten, wenn dieses Orakel auf dich zutrifft, auf euch zutrifft. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis zu den nächsten Orakeln. Alles Liebe. Ciao.